Und grüezi miteinander. Leute, ich habe geputzt, jetzt habe ich geduscht, mich ein wenig verwöhnt und ich habe gesehen, es ist ja schon ein neuer Monat. Und wie ihr auf dem Foto erkennt, es ist wahnsinnig viel. Und es ist von gewissen Produkten einiges oder sogar sehr viel. Ihr werdet es sehen. Ich werde es dazu sagen. Es kommt mir noch in Sinn, was ich heute aufgebraucht habe. Das werde ich jetzt kurz holen gehen, denn das konnte ich nicht in meine Tonne legen. Und ich zeige euch sehr gerne auch, warum. Moment, geholt, Leute. Und ja, ich zeige euch, um was es geht. Zwar ist das eine Maske, eine Gesichtsmaske. Quasi einem Joghurt-Eisbecher, wie auch immer, eine Clay-Maske Mixit, die konnte man sich selber anmischen. Und dort war Kokosnusspuder darin und ein Gel von Hyaluronik. So, hey, das war so cool, das war so eine Clay-Maske, die ist leicht angetrocknet. Meine Haut fühlt sich jetzt ultra fein an, wunderschön. Aber Leute, sagt mir mal, ich habe ja nicht die kleinste Birne. Bestimmt auch nicht die größte, aber trotzdem, guckt euch mal an, wie viel Produkt noch übrig ist. Das finde ich eine Schweinerei. Also ich weiß nicht, klar, vielleicht könnte man sie sich abfüllen, aber dann müsste ich morgen sofort wieder eine Claymaske machen. Das ist dann für meine zarte Haut auch zu viel. Und ja, schade. Schade, dass so viel Produkt dann einfach in den Müll muss. Das macht mich traurig. Ansonsten ist der... Es ist ein Kartonbecher, wie man es aus der Eisdiele kennt. Ja. Gut. Wo starte ich? Ich starte gleich mit zwei Produkten, wo ich vielleicht jetzt sogar eine Unterbrechung machen muss. Ich weiß nicht, ihr hört es vielleicht auch in meiner Stimme. Ich bin so, ich denke, Heuschnupfen geplagt. Was ich niesen muss, Leute, das ist der Wahnsinn. Ich könnte ein Lied übers Niesen machen. Es ist einfach abnormal und meine Nase läuft, läuft, läuft wie Wasser. Ab und zu ist sie offen, dann ist sie wieder zu und Und ich kenne das gar nicht mehr. Auf alle Fälle sind einige Kleenex leer geworden. Zwei solche Packungen, solche violetten Kleenex-Boxen habe ich aufgebraucht und ja, kommen bestimmt noch mehr, ich bin überzeugt. Leute, jetzt muss ich aufstehen und die Packung holen und zugleich hole ich mir jetzt ein Nastuch und ja, es wird einige Schnitte vielleicht geben in diesem Video. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Da bin ich wieder. Diese Packung kennt ihr ja auch bestimmt schon zur Genüge. Ist aus dem DM. Ich finde sie schön, die Verpackung. Ich mag sie. Ich mag auch dieses Recycelte sehr gerne. Ja, würde ich mir wieder nachkaufen. Das sind jetzt schon drei Packungen, Leute. Ne? Ja, nur damit ich es gesagt habe. Dann ist noch leer geworden. Klopapier aus dem Migros. Soft und sicher. 32 Rollen waren das. Ja. Ich war zufrieden, es war angenehm, damit zu arbeiten. Ja. Kompostbeutel, Kompostierbeutel, die habe ich, ich weiß nicht mehr, Migros hat die oder DM, keine Ahnung mehr. Ja, da kommt eben ein Kompostkübel, ne? Damit er nicht so eklig ist dann zum Auswaschen. Ja. Nicht viel zu sagen. Dann haben wir ein Riesenproblem mit unserem Klo. Das Wasser spült immer nach. Wir haben ein Teil schon ausgetauscht und dann hat es einen kleinen Moment funktioniert. Jetzt haben wir das Problem wieder. Jetzt haben wir versucht, den Spülkasten zu reinigen. Ja, naja, darum ist eine ganze Flasche Abflussreiniger leer geworden. Migros Öko Plus hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Würde ich mir wieder kaufen. Plastikmüll. Dann
guckt es euch nicht zu genau an. Von Frosch. Der Himbeeressigreiniger, ich sage jetzt bewusst, schaut ihn euch nicht zu genau an. Der steht im Keller. Und im Keller, dort wird gebastelt, gehandwerkt, gemacht und getan. Das ist nämlich auch ein Hobby von mir und meinem Partner. Und deshalb wollte ich das schon. Ja, es hat aber geputzt. Dann, ja, Mücken, ich glaube. Oh, nee, ich nehme zuerst das andere raus. Ich habe eine Ampulle aufgebraucht von Isana Express Lift. Das muss ich euch, glaube ich, nicht so zeigen, so genau. Obwohl es anti-aging-mäßig wäre oder so war, Express Lift, so verstehe ich das zumindest, war das sehr gut zu meiner Haut. Also da war ich jetzt wirklich überrascht, kann ich sagen. Ja, Mücken hatten wir eigentlich nur eine kurze Zeit. Kaum packe ich den Rapid-Mückenstecker aus und möchte ihn nutzen. Ich weiß nicht, wo dann die Mücken hingehen. Auf alle Fälle, er ist noch nicht wirklich aufgebraucht, aber er steht im Schlafzimmer und wenn wir die Mückenprobleme haben, wird er wieder eingesteckt. Er steckt ja nicht die ganze Zeit darin. Ja, zeige ich euch auch immer wieder. Handymatic, Regeneriersalz für die Spülmaschine. Ja, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Ah, ich habe den letzten Monat so früh gemacht und deshalb habe ich jetzt so viele Produkte darin. Denn es sind zweimal von Handymatic und einmal sogar von Reosal. 4 Stück. Doch, das haut schon hin. Doch, doch, doch. Weil wir brauchen etwa 4 pro Woche ein Handy, also ein Regeneriersalz. Wie gesagt, wir haben aber auch sehr hartes Wasser. Deshalb ja. Lieber so, dass der Geschirrspüler oder so kaputt geht. Die kann ich auch sehr empfehlen. Nee, stimmt nicht. Ich lese nämlich jetzt hinten drauf. Die hat mir nicht gefallen. Weshalb hat sie mir nicht gefallen? Sie war sehr dick, also der Vlies war sehr dick. Und sie hat einfach komisch gerochen. Ich finde, sie hat sogar nach Plastik gerochen. Ich fand das sehr unangenehm auf dem Gesicht. Instant Hydration, Fresh Boost. Ja, das hätte es sonst gemacht. Ja, ich fand es einfach eklig. Bin jetzt ganz ehrlich. Für mich ist das ein No-Go, wenn eine Maske stinkt. Ich muss sie ja tragen. Nö, nö, nö. Nö, nö. So, das kommt jetzt auch weg, Leute. Es ist für mich wieder der beste Beweis, nicht immer was teuer ist, funktioniert. Ich meine, ich habe hier von Biocosma. Ne? Sehr teuer, also das Shampoo, also sehr teuer. Das Shampoo kostet 12,95 Franken und ein Leave-In für 15,58 Franken. Repair Shampoo, silikonfrei, trockenes, strapaziertes Haar. Mit Bio-Schachtelhalm, klingt doch so toll, so toll. Ich glaube, es hat hier gar nicht funktioniert. Erstens hatte ich das Problem, da bin ich vielleicht einfach ein bisschen, wir sind ja manchmal ein bisschen, das Shampoo hat nicht geschäumt. Dann ist es für mich immer sehr schwierig, es anzuwenden, weil ich nicht spüre, wo war ich schon. Ich weiß, das klingt so bescheuert, aber es ist so. Das war mal das erste No-Go. Dann war es doch eher, hört ihr das? Relativ flüssig. Nicht flüssig, aber relativ. Das macht das Anwenden auch wieder schwieriger. Und dann hatte ich einfach, wenn ich das genutzt hätte, ohne ein Leave-In oder Spülung sonst, ich hätte meine Haare nicht durchkämmen können. Leute, und glaubt mir, ich bin nicht der Typ, der strohiges, dickes, wahnsinnig widerspenstiges Haar hat. Nee, habe ich nicht. Und deshalb, ich habe es noch mit in den Urlaub genommen und ich werde es jetzt aussortieren, weil es nicht funktioniert hat. Respektiv, ich werde es als Handseife nutzen. Mache ich eigentlich immer so. Den Leave-In-Balm, den habe ich leer gemacht, weil ich ja nach diesem trockenen Shampoo, ich sage jetzt mal trockenen Shampoo, so viel Produkt brauchte. Und ja, ich weiß nicht. Hat mich nicht abgeholt, würde ich das Geld nicht mehr ausgeben. Und ich hoffe, es ist nicht wieder in einer Abo-Box, denn so viel ich weiß, war das in irgendeiner Abo-Box. Ja, Blink, der Glasreiniger Springtime, hat die Funktion wie jeder Glasreiniger, ist einfach eine tolle Verpackung.
Ich mochte auch die Größe von 500 Milliliter in diesem Fall so. Ich werde mal schauen, ob ich die Flasche irgendwie noch retten kann oder sonst gebrauchen kann, weil wie gesagt, mir gefällt sie. Die sieht so aus, als könnte man sie für etwas brauchen. Deshalb hier. WC-Reiniger, Migro Öko Plus, kaufe ich immer wieder, finde ich super, funktioniert, ist mit Essigsäure, aber wenn du nachher spülst, riechst du das nicht mehr. Also absolut kein Problem, finde ich. Also du hast Essig. Reinigungstücher sind leer gegangen, wie ihr wisst, die nutze ich ja gerne einfach für die schnelle Reinigung in der Küche, im WC, Schminktisch besonders, einfach mal kurz oder wenn spontan Besuch kommt. Ja, diesem von Dettol, Desinfektion, Reinigungstücher. Ja, mittlerweile, dank unserem weltweiten Problem, habe ich das Gefühl, die haben alle jetzt nur noch desinfizierende Eigenschaften, aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Valeo Magic, Sense of Magic Deo. Der war so lecker, Leute. Er war sehr süß und eigentlich war das gar nicht so ganz meine Richtung. Dieses bärige, süße. Aber erstens fand ich es an mir selber dann sehr lecker und ich habe ständig Kompliment dafür gekriegt, wenn ich den genutzt habe in der Umziehe, kurz in der Pause, so, ne, wenn der schwitzt. Und da kamen die Leute und sagten, was riecht hier so lecker? Das macht ja natürlich dann Spaß. Also ja, so denke ich zumindest. Ja. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch etwas. Ich weiß nicht. Ja. Würde ich wieder kaufen, aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, denn es war eine Limited Edition, die einfach sehr gut lief. Dann hat mein Freund von I Am Man 2-in-1 Energy Pflegedusche eine kleine Größe aufgebraucht. Ich sage immer, wenn er nichts sagt, dann war es okay. Oh, das war vom Lidl, Leute. Spa Moments Hand Cream. Die war so gut. Die roch so gut. Ich kann jetzt nicht mehr dran riechen. A, ist sie leer, B, rieche ich kaum was. Es war so gut. Sie fühlte sich pflegend an und sie hat so angenehm geduftet. Nicht zu stark, denn ich mache das meistens, bevor ich ins Bett gehe. Also und ich schlafe dann so, ne? Dann geht zu stark Duft nicht. Ich weiß nicht, das hat so etwas Pflegendes, Wohlduftendes. Hätte ich mehr kaufen können. Was ich auch empfehlen kann, also empfehlen, nein, ja, na, ihr wisst, was ich meine. Weichspüler ist ja immer so ein Thema, ne, hier auf YouTube. Ich weiß, es hat Inhaltsstoffe darin, die man nicht in die Umwelt bringen sollte. Trotzdem, ich kann nicht ohne Weichspüler, Leute. Wir haben so hartes Wasser. Wenn ich meine Frottee-Wäsche wasche ohne Weichspüler, dann habe ich einen Peeling-Handschuh. Und ich habe keinen Tümpler, also meine Wäsche wird per Luft getrocknet. Und was ich sagen wollte, ich habe den Lenor Weichspüler Sommerblumen Happy aufgebraucht. Ich fand es super. Und ich mag das halt auch, wenn meine Wäsche nachher noch gewaschen riecht. Das mag ich. Das mag ich, das liebe ich. Werde ich immer wieder kaufen. Ich versuche auch ab und an andere Produkte. Also es ist nicht, dass ich nur von Lenor nehme. Ja. Weiter geht's. Das war auch super. Ach Leute, das war so toll. Ich weiß gar nicht mehr, es war in einer Abo-Box. Argenöl Brightening Conditioner Après Shampoo. Das war toll. Und der Duft, Leute. Ja, es riecht nicht mehr natürlich. Ist auch schon etwas älter. Das war super, 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 super. Wenn ich nicht gerne ausprobieren würde, würde ich mir das wieder kaufen, ja. Auch das war irgendwo in einer Abo-Box Venus Extra Smith, also so eine kleine Reisegröße. Den habe ich jetzt noch nicht gebraucht, aber er ist in meinem Necessair für den Urlaub. Wenn ich eigentlich in den Urlaub gehe, dann epiliere ich mich. Dann habe ich den aber zur Sicherheit einfach dabei. So habe ich es mir zumindest gedacht. Ja. Aber ihn noch nicht gebraucht. Leute, hört auf so. Hört auf mich und kauft nicht solche Geschichten. Ich weiß es nicht. Immer wieder versuche ich irgendwelche Duftgeschichten, die das Wohnzimmer, was auch immer, beduften sollen. Ich
Es funktioniert mit Duftkerzen sehr gut und das war's. Das wäre so ein Ball gewesen, den kann man aufdrehen. Ja, ich krieg's jetzt nicht mehr auf, Leute. Man kann es aufdrehen, hast du hier so einen Spalt offen und dann hast du so beduftetes Papier darin, sage ich mal. Und ich würde jetzt sagen, wenn es einen Tag geduftet hat, dann warst du schon gut. Scheiße, ist das. Das ist einfach scheiße. Darf man das sagen? Ich hab's gesagt, Leute. Ich fand's nicht schön. Was ich hingegen wunderschön fand, und das kennt ihr bestimmt auch schon alle, von Balea die Body Cream Copacabana. Ich sag's euch, Leute, es war so, so lecker. Ich habe noch eine, die andere Version. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Aber sie ist halt schon etwas reichhaltiger, also jetzt so an den heißen Tagen. Nicht sehr angenehm, aber das war ehrlich. Kauft euch die, wenn ihr sie nicht kennt. Ah, guck, da habe ich wieder WC-Anhänger gebraucht. Wie viele waren hier drin? Sparpack. Also zwei waren sicher darin, denke ich. Zwei bis drei Stück. Ich habe dreimal drei Stück. Und zwar in der Duftrichtung Hibiskustraum. Ja. Hat funktioniert. Ich brauche das fürs Gästeklo, damit es sauber bleibt und gut duftet. Dann habe ich hier von, ich weiß nicht, wie man das sagt, Mom, von der Stefanie Giesinger Reihe ein Hydration CBD Face Serum. Ich sage jetzt mal, naja. Von der Pflegewirkung her hätte ich mir jetzt einfach mehr erwartet, aber es ist eine coole Flasche. Ich mag diese Pumpsysteme so. Kann die? Nee, die kannst du nicht. Mag ich so. Der Duft war einfach auch wieder. Es hatte etwas Kartonhaltiges am Duft. Komisch, ich weiß, aber. Ja. Das war auch so ein Müll, Entschuldigung. Diese von Rossmann, diese Limited Edition an Augenpads mit so einer Schmetterlingsform, sieht man es irgendwo besser? Ja, vielleicht hier könnt ihr es erkennen. Leute, die Pads selber waren so extrem dick. Dann mit dieser komischen Passform, also das hielt überhaupt nicht. Die sind mir sofort runtergerutscht. Das war echt ein Satz mit nichts. Diese 99 Cent hätte ich gerade so gut verschenken können, bin ich ganz ehrlich. Guckt mal, noch aus dem Sephora Adventskalender habe ich mir kürzlich ein Fußbad gemacht und meine Füße gepflegt mit der Duftrichtung Monjoy. Warum nutze ich das als Fußbad? Das wäre ja eigentlich eine Badetablette. Aber wenn ich so ein Teil in die Wanne gebe, dann habe ich nichts davon. Weder Pflegewirkung, weder Duft, nichts. Darum nutze ich solche Sachen dann gerne für meine Füße. Kommt immer alles auf die Füße. Ah, jetzt dort habe ich den Karton noch. Ja, ist ja egal. Von Lady Million, das Duschgel vom Parfum. Das war gut und nicht mal so stark austrocknend für das, ja, so Parfüm-Duschgele sind schon sehr too much für die Haut. War nicht der Fall. Noch ein Rabbit-Päckchen kommt nach vorne, weil, warum? Ihr fragt euch wieso. Zu Hause brauchen wir das eigentlich wirklich nur im Schlafzimmer, aber im Campingbus, dort ist jetzt auch noch eines. Obwohl wir das gar nicht gebraucht haben. Wunderbar, ja, wunderbar. Dann ist wieder mal von Eric etwas leer gegangen und zwar die Version Sensual Sandalwood and Jasmine. Ich lieb's. Das funktioniert auch wieder. Nicht langfristig, aber das funktioniert. Ja. Dann guckt noch eine Kleenex. Oh mein Gott. Noch eine Kleenex-Box. Also von Ökoplan, besser gesagt. Leute, ich habe diesen Monat 4 Kleenex-Boxen aufgebraucht.
Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. So, weiter geht es. Auch das hat gar nicht funktioniert. Leute, ich weiß nicht. Diese Marke von Terra Mars, die holt mich einfach nicht ab. Obwohl, jetzt habe ich eine Bodylotion, die funktioniert. Was hatte ich? Ich hatte, glaube ich, ein Duschgel. Irgendetwas hatte ich schon mal davon. Ja. Der Duft ist ganz komisch. Also, ich weiß nicht. Ich finde es komisch. Und dann, das ist flüssig, Leute. Ich glaube, da muss ich gar nicht näher kommen und ihr hört es. Und dann kann ich das nicht auftragen, dann flutscht mir alles aus den Hemden. Ja, das macht keinen Spaß. Also es gibt auch eine Handseife daraus. Ein Micellenwasser ist leer gegangen. Das war, glaube ich, in der Pinkbox. Und zwar ultrasensitiv, besonders pflegend und beruhigend. Das war für die Haut gut. Es hatte auch einen speziellen Geruch, irgendwie, wenn ich daran roch, dachte ich mir immer, so stelle ich mir Milchsäure vor. Why? Keine Ahnung, aber so stelle ich es mir halt einfach vor. Mal schauen, ja gut, das ist Plastik, nö, weg. Dann habe ich meine Haare gefärbt, von dem seht ihr einfach gar nichts mehr. Ja, so ungefähr hat es ausgesehen. Eine kurze Weile, das ist immer so, rotstichige Geschichten halten nicht lange. Violett war das von Schwarzkopf. Schwarzkopf ist. Ich mag Schwarzkopf. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, den habe ich jetzt aussortiert. Den Essence Hydro Hero 24 Stunden Hydrating Cream. Leute, wenn du jetzt auch noch wirklich schwitzt. Also, wir haben es zusammen getestet, es hat einigermaßen funktioniert. Ich habe es nochmal getestet, naja. Und dann, wenn du schwitzt, du siehst richtig, dass sich der abträgt. Ich weiß nicht, mir gefällt das gar nicht. Wie gesagt, ich habe es 3-4 Mal versucht. Ich werde den weitergeben. Dann ein Hygienespüler von Denkmit. Brauche ich immer für Unterhose und Co. Ebenfalls von Denkmit habe ich jetzt den Diffuser mal gekauft zum Testen im Badezimmer, weil die Geschichte von Airwick, ja, ist relativ teuer. Aber Leute, ich muss sagen, dass die Düfte und ich glaube nicht, dass die Maschine das Problem ist, sondern die Düfte von Airwick besser sind, sich besser verteilen im Raum, länger duften im Raum. Bei diesem habe ich das Gefühl, es war pssst, und in dieser Sekunde riechst du was und nachher ist der Duft leider vorbei. Nun ja, hat nicht alle Welt gekostet, finde ich. 3,65 Euro den Diffuser. Ich würde ihn aber nicht mehr kaufen. Sage ich, zum nächsten Mal kaufe ich wieder einen. Nein. Von Aveo ein Rasiergel ist leer gegangen. Ich brauche das eigentlich nur im Sommer, denn es ist einfach, im Sommer rasierst du. Rasiere ich meine Beine natürlich öfters, dann ist meine Haut auch ein wenig gereizt, obwohl die viel aushält, sage ich euch. Und dann lässt es sich angenehmer über die Haut gleiten. Was ich auch nehme ist, Weichspüler wollte ich sagen, Pflegespülung für die Haare, das mir sonst nicht gefällt, das funktioniert auch gut. Bei mir ist das aber jetzt der Rasierschaum, sensitiv, war okay. Von CD eine Intimwaschlotion, Cranberry Milchsäure. Ich liebe es halt mit diesem Pumper zum Anwenden. Ich fand es gut, ich würde es wieder machen. Das war ein Quatsch, Leute. Food Scrub. Ein Fußpeeling. Diese Peelingkörner waren erstens mal wirklich zu groß und ich mag eigentlich groß. Aber die waren kugelrund, diese Körner. Das heißt, du hattest auf der Hand und wenn du neues auftragen wolltest, weil sie so rund waren, die flogen wieder weg. Versteht ihr, was ich meine? Es war zu rund, es blieb nicht an der Haut richtig haften, wenn man es einarbeiten wollte und man hatte gleich null Schleifeffekt. Naja, würde ich mir nicht mehr kaufen. Schatzi hat aufgebraucht von IM 2-in-1 Energy. Showgel und Shampoo, hat auch wieder nichts gesagt, dann ist auch gut. Dann, das war cool, glaube ich.
Ja, das war cool, hat ein Herzchen. Von Yabe, Feet Skin, Feet Mind, No Shining Face Mask. Die war toll. Die hat mir gefallen. Die fand ich gut. Würde ich nicht mehr kaufen von der Body Shop, Make-up Setting Spray. Er hat funktioniert, doch, doch, er hat gesettet. Aber es gibt viel andere, schönere, tollere Produkte. Und ja, ich habe jetzt den Preis nicht draufgeschrieben. Ich weiß oder denke mir nur, er war nicht gerade sehr günstig. Dann, ich glaube, da muss ich auch nichts dazu sagen. Das ist ein wenig selbsterklärend. Da kann ich auch nichts mehr schütteln. Der ist eingetrocknet, ne? Ganz einfach. Nagellack, das war sowieso mal aus dem Adventskalender, aber ich glaube, ich habe den Deckel eben nicht schön raufgeschraubt. Dann habe ich noch ein Fußpeeling, das war ja, es ging, ne, es ging. Von Alverde, warmer Alverde Adventskalender und ja, ich würde es mir nicht nachkaufen, mit Bio-Ingwer, Bio-Zitrone. Habe es jetzt nicht enorm gerochen. Kaufe ich immer wieder Essence Express Nail. Finde ich den besten. Kostet nicht viel oder fast nichts. Kann ich nur empfehlen. Leute, es wird langsam leer. Von Sephora habe ich hier so Kosmetik, Reinigungstücher mit in den Urlaub genommen. So eine kleine Größe. Kokosnusswasser. Das war sehr gut. Sehr gut. Auch das Vlies selber war nicht kratzend oder angenehm für die Haut. Ich glaube, wenn Sephora nicht relativ teuer wäre, wäre das für mich ein Nachkaufprodukt. Das war, glaube ich, auch okay. Von CW sage ich nur. Ich kann das nie aussprechen. Zadea Vera, Vitamin C Energy, Hydrogel Augenpads, die waren schön. Die haben mir gefallen. Dann, das war lecker, von der Body Shop, das Peeling, Körperpeeling, Coconut. Und Leute, ich weiß nicht, das hat wirklich Kokosnuss pur. Ich kann es euch nicht beschreiben. Wenn du Kokosnuss magst, gib mal das Geld aus für eine kleine Größe, dann verstehst du. Das Plastik mit. Dann, das war auch noch. Eigentlich witzig, ne? So eine Gesichtsmaske zum Aufstreichen, Auftragen. Drei verschiedene Rondells waren darin für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Das eine war klärend, das andere war Detox, das andere war Peeling. Und dann hattest du hier die Möglichkeit, wie du es auftragen möchtest. Es ist einfach wie so häufig bei so Einwegmasken, es war viel Produkt. Und ich bin halt einfach wirklich so, ich kann nicht jeden Tag eine Gesichtsmaske machen. Das möchte ich ja gar nicht, weil das ist für mich ein Erlebnis, eine Gesichtsmaske. Ich mache das dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Und nicht, weil ich ein Produkt aufbrauchen muss. Das finde ich bescheuert. Und ich kann es ja dann, wenn ich vielleicht eine Gesichtsmaske mache, ist das vielleicht einmal in der Woche geschätzt. Ich kann es ja nicht so lange aufbewahren. Warum finde ich das immer ein bisschen müde? Naja. Ah, irgendwelche kleine Haargummis habe ich aufgebraucht. Sehr spannend, ne? Das waren die goldenen von CW. Und zwar die Golden Beauty Hydrogel Augenpads. Ich habe geschrieben, naja. Warum? Keine Ahnung. Es war, naja. Ich kann dir nicht sagen, weshalb. Keine Ahnung. Muss wohl so gewesen sein. Ja, alle diesen Reason-Run-Über-Rituals. Ich weiß nicht, mich holt das nicht ab. Das war ganz schön, das Holy, weil es wirklich farblich schön war. Und für den Oberkörper funktioniert das. So nutze ich das jetzt auch. Und der Duft ist nachher milde auf der Haut. Das ist auch nicht schlecht. Aber Leute, ich habe immer das Gefühl, mit einem Schaum kriege ich meine Füße nicht richtig sauber. Leute, ich weiß, das klingt sehr bescheuert, aber es stört mich. Ich kann das nicht gut oder gleich gut anwenden wie ein Duschgel. Deshalb, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich bin nicht so der Schaumfan, obwohl ich mir von Bilou auch immer wieder Schäume kaufe. Und ich denke immer,
für das es Rituals so gehypt wird, müsste es doch viel, viel mehr Kabäm haben, oder? Am Duft. Ich weiß nicht, eben, wie gesagt. Leider für mich ist das nicht das Wahre. Dann hier die Isana Hydrogel Augenpads, die waren, glaube ich, gut. Zumindest habe ich das so im Kopf, dieses Aloe Vera Gedönse. Dann hat mein Freund, weil ich Mango nicht mag, hat er es genutzt, auch aus dem Adventskalender, glaube ich, der Body Shop Mango Shower Gel, eine kleine Größe. Er hat wie immer nichts dazu gesagt, dann ist immer gut. Dann habe ich hier ein Primer aufgebraucht, einen kleinen von Maybelline, war glaube ich auch im Adventskalender, wenn ich mich nicht täusche. Ja, glaube schon. Auf alle Fälle, der war gut, der war gut. Dann, das war von Yves Rocher eine Haarmaske. Das war nichts Spezielles, Leute. Würde ich mir jetzt im Groß nicht nachkaufen. Dann hatte ich von. Das war cool, glaube ich. Man muss es aber mögen. Ein Blemish Treatment Smooth Paste. Man muss einfach den Duft mögen. Da ist kräuterig Roch, sage ich mal. Das muss man mögen, aber. Ich selber fand es toll. Dann habe ich hier noch ein Müsterchen leer gemacht von Garnier Skincare mit Vitamin C Serum Creme. War auch ganz toll. Das hat mir gefallen. Hätte ich nicht schon 100.000 Gesichtscreme, die ich nie im Leben fertig kriege, würde ich es mir nachkaufen. Doch, ist leer. Von Alverde den Anti-Stress Serum Primer. Der Duft ist, glaube ich, nach Vanille. Sollte es sein, sage ich mal. Es war aber okay. Und es hat gut geprimed. Und ich würde es mir nicht unbedingt wieder kaufen. Eben wie gesagt, weil mich der Duft etwas gestört hat. Nicht, weil ich Duft im Gesicht so bei Primer nicht mag. Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwas hat mich irgendwie nicht ganz abgeholt. Aber ich habe es leer gemacht. Dann ist ein Parfum noch leer gegangen von Phantom Paco Rabanne. Jo. War gut. Das ist süßer. Ich muss es euch auspacken. Das ist wirklich süß. Guckt es euch an. Ne? Und das für eine Probe? Ultra süß. Eigentlich sollte ich den behalten. Ich lasse den mal auf der Seite. Der ist süß. Vielleicht kann ich ihn zum Basteln brauchen. Ich sammle immer alles zum Basteln. Leute, entschuldigt mich kurz, ich muss wieder mal meine Nase pudern. Adieu. Oh. Schauen, dass die Ampulle nicht runterfällt. Es sind noch drei Produkte, dann habe ich es geschafft, Leute. Keine Ahnung, wie lang das Video wird. Ich habe hier von Ebelin eine Haarbürste, die wird jetzt entsorgt. Ich mag sie nicht besonders und sie ist anfangs eklig. Möchte ich euch eigentlich gar nicht so genau zeigen, ne? Mit solchen Borsten. Ja. Für meine Haare war es jetzt nicht so der Knaller. Dann habe ich mich anscheinend wieder mal rasiert, also respektive eine Venusklinge ersetzt. Max Factor, dieser Facefinity Compact Foundation in der Farbe Gold. Der hat mir gefallen. Den habe ich gern leer gemacht, der war super. Also leer. Leute, ich kriege es dann manchmal nicht leer. Ich weiß, man könnte es noch pressen, machen und tun, das mache ich aber nicht. Ist mir meine Zeit ein wenig zu schade. Ich weiß, das ist nicht nachhaltig, aber was soll Shit happen? Aber auf alle Fälle, der ist super. Der ist cool. Mal schauen, ob ich den nochmal kriege oder vielleicht habe ich sogar einen Backup. Ich weiß es nicht. Müsst ihr mal schauen. Wollte ich die Kiste hochhalten und sagen, ja, wir haben es geschafft. Pustekuchen. Kommt noch so ein kleines Scheißerchen. Von Sephora. Ein Super Hydrating Blablabla Gesichtscreme. Ja, okay, habe ich geschrieben. Dann wird es wohl okay gewesen sein. Und der Korb ist leer. Ich habe es geschafft mit euch zusammen. Ich kann den Müll jetzt runterbringen. Ja, habe ich aufgeräumt, ne? Staub gesaugt und die Kiste ausgepackt und jetzt fliegt schon wieder alles rum. Gefühlt. Naja, was soll's.
Man macht ja nichts Besseres in seiner Freizeit. Nein, ja, ich denke, es ist einiges gewesen, weil ich vielleicht einfach früh abgedreht habe im nee, Mai war das. Denn das war ja jetzt der Junimüll. Jetzt kann ich wieder in Ruhe weitersammeln im Monat. Und ich hoffe natürlich, ihr schaut mir nächsten Monat dann auch wieder zu, wie ich meinen Müll euch zeige und habt Spaß dabei, so wie ich es auch habe. Und wünsche euch ganz einfach einen wunderschönen Tag. Habt's gut, habt Sorge. Und ich sage ganz einfach Tschüss.